Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Let's Shoot Folge mit mir, Brain Crash LP. Wen nehme ich? Kein Heavy? Okay, den nehme ich. Büffelsteak, Handschuhe, passt. Oh nein. Das ist so ein Premium-Kackspast. Auf keinen Fall. Wo ist die... Ah ja, genau. Hallo. Ja, das ist mal wieder eine Let's Shoot-Folge. Und Let's Moba-Folgen werden demnächst auch wieder kommen. Keine Sorge. Ich werde aber mit Smite weitermachen. Denn für League of Legends möchte ich ein neues Projekt ankündigen. Nämlich die Road to Silver. Ich werde mir Mühe geben, in aufgezeichnete Duo-Queue spülen mit meinem werten Freund Bananajo, was weiß ich, Mühe geben, auf dem schnellsten Weg nach Silber zu gelangen, also aus der Bronze-Elo auf die Silber-Elo aufzusteigen, und ich hoffe, dass das funktionieren wird. Bei Gott, bei den Probeaufnahmen, die ich gemacht habe, hat es das jedenfalls nicht funktioniert. So, ich nehme jetzt meinen Sniper, weil der in diesem, ja, auf dieser Map echt witzig ist. Wo geht's denn jetzt zu den Battlements? Da geht's zu den Battlements. Keine gegnerischen Sniper. Keine gegnerischen Einheiten. Nee, dann wechsle ich doch lieber hier rüber. Na, das hat nicht so funktioniert, deswegen habe ich mir gedacht, scheißen wir da doch einfach mal drauf. Und ah, ich will jetzt eigentlich schon den Sniper nehmen. Die Machina. Ja, scheißen wir da einfach mal drauf. Das ist die, das ist konstruktive Botschaft dieses Videos. Ah, shit, ich bin so schlecht. Oh, na gut, so schlecht auch nicht. Oh, doch, noch schlechter als schlecht bin ich. Ein Spy, oh Gott, ich guck lieber, ich kann ihn an. Wieso gibt's hier Geister? Ich hab den gekriegt, ehrlich? Das klingt nicht nach mir. Bleib jetzt stehen, ich will gucken, ob du ein Spy bist, auch wenn es natürlich total schwach ist. Oh, da ist Leichenteil rumgefetzt. Tag. Danke fürs Vorbeischauen. Ich hoffe jedenfalls... Ach du Scheiße, der hat mich angekrittet. Ich habe noch nie im Leben einen Crit mit einer Leuchtpistole hingekriegt. Cheatet der? Kommt her, auf. Wo ist denn der Feind hin? Ah, da. Unser Mann ist auf dem Weg. Ein Timo, man! Ehrlich? Ich helfe dir. Fuck you. Kaputt. Au. Da war knapp. Das war... Fuck you, bitch. Ich hoffe jedenfalls, in dieser Road to Silver wird es etwas besser als bei dem Probespielen laufen. Ach was, ich bete dafür, weil das war schon extrem scheiße, wie es gelaufen ist. Ja, ne. Also... So von wegen uninstall LOL Rage Mode activated und erstmal Tastatur gegen die Wand hauen. Die haben mich jetzt so erschreckt, dass ich runtergeflogen bin. Das geht erstmal genau. Ah! Oh, Spy. Da hängt noch eine Bombe.
Das war keine schlaue Idee. So macht man es eigentlich nicht. Davon wollte ich jetzt keinen Screen. Ah, okay, hat sich eingemacht. Und da habe ich jetzt wieder eine Flügelstunde rein. Einfach so zum Spaß. Also das war keine sehr intelligente Idee von mir. Obwohl, nein, eigentlich würde ich da gerne Bonk trinken einhauen. Einfach so zum Spaß. Wisst ihr das? Einfach so zum Spaß. Einfach ein bisschen Limo saufen und schnell mal unsterblich werden. Macht ihr doch alle gerne so zwischendurch. Apropos. Das ist ein Spider, bin ich mir sicher. Als er gemerkt hat, dass man mich nicht backstabben kann, hat er versucht, das noch schnell zu vertuschen, aber... vergebens! Wow! Fuck! Hm, aber ich... oh Gott, 4? Oh, ich muss da mal runter und gucken, wie die... ah, warte, wenn ich schnell gehen... nee, kann ich unmöglich. Aber ich kann trotzdem mal nach... nee, ich nehme mal die Moment, davon gibt es ja noch gar keinen. Meiner Lieblingskombination. Sprengmeister. Ich höre Leute sterben. Wollt ihr mich verarschen? Was habt ihr dem zu fressen gegeben? Puh, das ist ja mal schon wieder extrem nervig, die Runde. Aber damit kann ich... ja, aber das kann ich in Team Fortress wenigstens ab, im Gegensatz zu League of Legends. Naja, mehr oder weniger. Winged Out Ninja. Namen haben sie, Leute. Das gibt's ja nicht. Keine Ahnung von nichts. Ich sehe mich hier nur um und entdecke einen gegnerischen Pyro, der mich auch gesehen hat. Darauf würde ich zumindest wetteln. Ah nein. Oder doch? Ah nein. Der kann aber gut ausweichen, das muss man ihm lassen. BCWR konnte gut ausweichen. Oh, weil er den letzten Schuss nicht hat. Betrüger! Oh. Okay. Jeder hört sich mal, haltet die Fresse. Hamlets Vater! Was zur Hölle? Ja, aber jetzt muss ich mir das doch mal ansehen. Wie gut der Feind hier die Gegend gesichert hat. Wie gut der Feind hier die Gegend gesichert hat. Gar nicht. Der Feind, sage ich schon. Ich meine unsere Freunde. Ich glaube, ich chill mal hier ein bisschen und warte auf anstürmende Gegner. Entarne Spice und so. I'm real, get off me! That guy wasn't real. Seht ihr, genau das meinte ich. Und deswegen stellt man sich gerne als D-Moment zu einem Engineer. Vor allem in so einem lustigen Modus. Wenn wir das hier jetzt noch 20 Minuten aussitzen, haben wir eigentlich gewonnen. Das wäre zwar extrem langweilig, aber... das sehe ich auch. Don't worry, I can stay all night. So.
Dat Booties. Ah, das wird eine sehr geruhsame Folge, habe ich so das Gefühl. Keine Sniper von uns? Ah, eigentlich würde ich ja schon die ganzen gegnerischen Noob-Sniper im Alleingang abkassieren. Ein Sniper ist ohnehin immer praktischer als eine Armee. Into what? Fingru! Habe ich es im richtigen Moment gemacht? Ich hoffe ja. Ah ne, F12 muss ich drücken, verdammt. Ich liebe diesen Zombie-Skin einfach, vor allem weil man... Ja. Was? Ja. Ich kann durch das Ding durch. Oh, jetzt ist aber nervig. And I say, what about? Au! Fuck you! Nein, nicht wirklich, ich mag den Kerl. Ich glaube, ich switch lieber zu Heavy, um hier die Stirn zu verteidigen. Wenn ich... Ja, den nehme ich. Erstens, weil er am coolsten aussieht. Und zweitens, weil ich da eh... Boah, der Bengel, was zur Hölle. Und zweitens, weil ich da eh unendlich Munition dazu krieg. Hamlets Vater, das wäre nun... Ich hoffe, er lebt noch. Fuck you, Gruul. Obwohl, im Prinzip können wir uns einen Verlust unseres Materials ja leisten. Auch wenn es mir schwerfällt, meinen neuen Freund im Stich zu lassen, ich glaube... Sparkling Cats. Was? Ich glaube... Ah ne, wir haben jetzt wieder Sniper. Ich wünschte, ich wäre schwer. Nein, sie sind kaputt. Oh, fail. Hä? Was geht denn hier eigentlich gerade ab? Ich nehme jetzt mal den Typen mit, nicht der AA-Effekt, die texanische Freundschaft verpassen mit dem. Das ist mein Spy-Killer. 5000, glaube ich. Nein, nein, schon der Kurzschluss. Okay, jetzt wird mal eine Sentry gebaut und verteidigt. Oh fuck, falsche Richtung. Jetzt wird mal eine Sentry gebaut und verteidigt, wie es sich gehört. Das war jetzt verwirrend. I'm going to liquefy ya. Ist der überhaupt noch in meinem Team? Ich Engineer, ja, das raff ich jetzt nicht. Ja. Oh, ich höre jemanden bauen. Ist das mein Freund? Ja, er ist es. Tatsache. Ich schaue, dass die Sentries den Spy nicht immer erkennen, wenn er direkt vor ihnen steht. Also getarnt meine ich. Irgendwie sollten sie das können, habe ich so langsam das Gefühl. Oh. Ah. Ah. Ah.
What the fuck are you talking about? Er blutet. Thank you very much. Diese Spies sind alle miteinander so schlecht. So, jetzt kann ich meine Dispenser auch upgraden. Oh, das wird eine uneinnehmbare Höhle hier unten. Special Shit kann ich auch ab und zu Ausflüge nach draußen unternehmen. Ich hatte schon Angst. Ist stiller Helfer. Danke. Die Errungenschaft wäre doch... Was baut der denn Datendispenser hin? Okay. So, da komme ich nicht mehr raus. Wow, fuck! 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 Sentry los! Sentry los! Ratat! Gott! Fuck! Jockelt! Puh, aber die wären an der zweiten Sentry sicher nicht vorbeigekommen. Mit was schießt der Kerl da? Ich weiß ja nicht, womit er schießt, aber ich schieß mit einer Pumpsen 6000. Jawohl, ja. Wie lang tanzt er noch? Okay. Komme ich überhaupt wieder raus? Ah ja. Ein Geist! Fuck you! Get away from me! Get away from me! Oh, thank you. You will never get me. Oh fuck, it seems you will. Get the motherfucker. Thank you. Behind you, buddy, there's another one coming. Buddy kam jetzt hoffentlich nicht zu schwul rüber. Jetzt mal im Ernst, wahrscheinlich unser ganzes Team abgeblieben, als der Gegner mit Überladung hier reingewalzt kam. Was soll der Scheiß? Thanks again, mate. Wie viele Punkte habe ich? 12. Ist zwar nicht viel, aber... Das ist mir recht, ey. Oh, der Kerl ist so gut zu mir. Das ist so... Das ist eine innige Männerfreundschaft.
14 Punkte. And I say, what about building a sentry? Because you always can kill them now. Oh, es ist echt schade, dass ich nicht diese Ausrüstung habe mit dem. Echt schade, dass ich nicht dieses Item habe, wo man dann diesen High Five machen kann. Den gibt's ja auch. This guy is at my sentry. No, he isn't. Kann man die irgendwie adden? Naja, das wäre aber ein bisschen überflüssig, glaube ich eher. Wie lange nehme ich denn jetzt eigentlich schon auf? Ach, ist mir eigentlich auch egal. Ich würde schon gerne noch diese Saison hier aussitzen hier unten. Ist halt nicht so spannend, aber Minecraft ist auch nicht immer spannend. Das ziehen sich die Leute rein wie blöd. Aber ich denke noch über eine taktische Umpositionierung nach. Ist eigentlich schon super so, aber jetzt habe ich's. Warte mal. Ich könnte hier einen Ausgang rein verlegen, damit die Leute schnell hier hinkommen können, wenn die Intelligence erobert wird. Wenn sie Raffen reicht. Please watch out my sentry for a second, I'll be right back. I require assistance. Oh oh. Er flog mir förmlich zu. Thanks. Oh, oh, oh. Ach, dann bauen wir halt einen Trolle-Eingang, verdammt. Zombie? Ja. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Das wird nicht witzig. Aber ich kann ja Entladung entziehen, wenn ich mich nicht irre. Da kommt der rein. Ja gut, hat nicht so funktioniert, wie ich mir vorgestellt habe. Nein, zerstört ihn nicht auch noch. Bitch! Dummer Hund! Ah! Scheiße, mein Kollege konnte auch nichts machen. Get them, get them. Oh, jetzt hängt's. Okay, Angriff. Verdammt. Out of Überladung, ja? Haben sie den Weg jetzt zu den Battlements genommen, diese Bitches? Ich mache euch fertig. Ihr Hurenböcke habt die schönste Sandfernsehen. Existiert überhaupt gemacht. Du kommst mir gerade noch recht zu meinen Aggressionen. Pech für dich, dass du mir über den Weg laufen musst.
Where Hamlet's father? That happens if you switch the team. Oh lol, was haben wir denn hier reingezwirbelt? Weißt du, was haben die denn hier reingezwirbelt? Ich habe ja nichts dafür gemacht. Let's get this fucking intelligence. Aber egal, wenn wir... Nein, nein. Wenn wir das die 2,5 Minuten noch aushalten können, dann haben wir gesiegt. Werde ich sicher nicht riskieren. Ich vergrab mich einfach nochmal da unten. Wenn kein anderer... die haben ja eine Viertelstunde oder länger gebraucht, um einen Trupp mit Überladung zu organisieren. Also denke ich mal, bin auf der sicheren Seite, wenn ich da unten nochmal reingehe und def. Hoffe ich mal. Naja, die nächste Karte zeige ich euch aber auch nicht mehr. Kann kein Spy sein, sonst hätte er ja... Ja, es war ein Spy, aber... Oh, gleich nach wahrscheinlich noch... ich wollte gerade abstimmen! Scheiß! Can I say whatever? Wo ist die Munition? Dann gehe ich halt... Nicht mit mir, Schätzchen! Geh ich halt rüber zur Resupply und hau dann da mal. Mein Gott, ist der Kerl verbastelt? Ich glaube, ich hau da meinen Dispenser rein. Ein Meisterwerk der Technik. Komm, eine Minute, halt ich doch noch hier unten aus. Was ich hier am lustigsten finde, wenn Gleichstand herrscht am Ende vom Game. Dann heißt ja, alle seid Verlierer. Oh, der Humor, dieses Spiel ist einfach unübertrefflich. Valve Corporation halt. Achso, der hatte minimal keine Munition mehr. Super. Oh, der ist echt fucked. Die wird noch fertig heute. Ah, was habe ich gesagt? Protected, I'll be right back. Mission ends in 10 seconds. 5, 4, 3. Thank you, you did well. Wait a second. What? Was? Wieso? Das finde ich gar nicht zum Lachen, du Kackspaß. Wieso unentschieden? Wir hatten mehr Punkte. Alter, was für ein Scheiß. Egal. Ja, ich leg da mal wieder auf. Also bis dann, Freunde, und zur nächsten Folge. Oh, what the fuck.